Am Samstag, den 1. Oktober, ging im VZ Buchkirchen die 34. Staatseinzelmeisterschaft der Damen im Gewichtheben über die Bühne. Da gab sich die Frauengewichtheber-Elite Österreichs ihr Stelldichein. Es waren alle am Start, die Rang und Namen haben. Für Lena Reidel, Viktoria Steiner, Johanna Pfeilstöcker und Sarah Fischer war es der letzte Test vor der U20 bzw. U23 Europameisterschaft, die vom 15. bis 25. Oktober in Albaniens Hauptstadt Tirana ausgetragen werden. Insgesamt werden 53 Athletinnen, davon 16 aus Oberösterreich, an den Meisterschaften teilnehmen. Die Union Buchkirchen war schon öfter Ausrichter von österreichischen Meisterschaften. Den dritten Platz erreichte Bartl Natascha von Nordwien mit einer Zweikampfleistung von 145 Kilogramm. Den zweiten Platz erreichte die Bahnenerheberin Paulina, Staatsmeisterin in der Kategorie 71 vom SK Fürstlinz, Hahn Viktoria, mit einer Zweikampfleistung von 180 Kilogramm. Ich als Damenbundestrainerin bin natürlich jetzt sehr optimistisch für die Meisterschaft, weil die Athleten heute schon sehr gute Leistungen gezeigt haben. Die Steiner Viktoria startet in der Klasse bis 71 Kilogramm bei der U20-Europameisterschaft und hat heute einen neuen österreichischen Rekord gestoßen mit 109 Kilo. Die Pfeilstöcker Johanna, die vor kurzem U17-Europameisterin geworden ist, die ist auch gerade am Start und ist die letzte Formüberprüfung für die Europameisterschaft und es wird hoffentlich dann gut laufen. Ja, wir trainieren grundsätzlich 6 bis 9 Mal in der Woche. Wenn wir am Trainingslager sind, trainieren wir 2-mal täglich. Wir trainieren die technischen Übungen, Reißen, Stoßen und die Zubringerleistungen mit den Zugübungen und Kniebeugen. Für uns ist auch die Regeneration ganz wichtig. Für Mobilisieren, Massagen, Sauna. Aber am Trainingslager sind wir da optimal versorgt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin natürlich als Bürgermeister der Marktgemeinde Buchkirchen sehr stolz, dass Bundesmeisterschaften der Damen im Gewichtheben ausgetragen werden in Buchkirchen. Ein großes Danke natürlich auch an den Veranstaltungsverein, die Union Buchkirchen, die da sehr umtriebig sind und gerade die Gewichtheber haben das sehr, sehr gut gemacht und die, was ich so jetzt bis jetzt gehört habe, ist die Organisation 1A und ich wünsche natürlich diese Veranstaltung den besten Verlauf und dass Höchstleistungen in Buchkirchen vollbracht werden. Ich bin natürlich sehr erfreut darüber, wie sich das Damengewichtheben in Österreich entwickelt. Wir haben immer mehr und mehr weibliche Kaderathletinnen. Das liegt, glaube ich, auch an der Medienpräsenz und an den guten Leistungen, die unsere Athletinnen bei internationalen Meisterschaften zeigen. Heute hat zum Beispiel die Lina Bauer das U17-Kaderlimit gemacht mit 70 Kilo im Reißen und 93 Kilo im Stoßen. Das ist für mich als Damenbundestrainerin natürlich sehr erfreulich, weil wir immer mehr Damen in Österreich zum Gewichtheben motivieren können. Die Staatsmeisterschaft der Damen findet dieses Jahr das erste Mal in Buchkirchen statt und da sind wir recht glücklich darüber, dass einmal die Buchkirchen einmal die Damen heben sehen, weil wir, unseren Verein gibt es schon über 50 Jahre, wir haben nur die Herren da und jetzt haben wir heute die Damen statt und morgen haben wir dann die Landesmeisterschaft der Herren und der Jugend und Kinder. Und da haben wir zum Glück sehr viel Nachwuchs, da haben wir 10 Starter und da wird es morgen auch recht fesch. Ja, wir sind stolz darauf, dass wir heuer die Staatsmeisterschaften der Damen da bei uns im Veranstaltungszentrum in Buchkirchen durchführen dürfen. Es ist einfach eine Top-Location und da ist der Verband an uns herangetreten und hat gesagt, es war doch was, bei euch in Buchkirchen durchzuführen. Bürgermeister Nikon Baumgartner ist vertreten, genauso wie der ÖGV-Präsident und noch viele mehr namhafte Personen. Und ja, wir freuen uns auf eine zweitägige gelungene Veranstaltung.
Sie ist auch amtierende Europameisterin im Reißen. Heute, jetzt hat sie gerade 91 gerissen, jetzt steigert sie, glaube ich, auf 93. Und sie ist auch in Vorbereitung auf die U20 EM in Tirana in Albanien Ende Oktober. Sarah Fischer, Sie sind Olympiateilnehmerin, hatten in Tokio den 10. Platz belegt. Wie gefällt Ihnen diese Veranstaltung? Sie sind ja das erste Mal in Buchkirchen, oder? Die Staatsmeisterschaften sind immer ein sehr schönes Event in Österreich, eines der schönsten meiner Meinung nach. Und in Buchkirchen, muss ich wirklich sagen, ist seit den letzten Jahren eines der schönsten Staatsmeisterschaften. Wie verlief Ihre sportliche Karriere bisher? Erzählen Sie uns davon. Also ich bin eigentlich relativ zufrieden mit meiner sportlichen Karriere. Ich glaube, wenn Sie das meinen Papa, meinen Trainer fragen würden, würde er wahrscheinlich sagen, so ja, bei ein, zwei Wettkämpfen hätte er lieber eine andere Farbe von den Medaillen. Aber sonst bin ich eigentlich relativ zufrieden mit dem, was ich bisher erreicht habe. In 20 Tagen habe ich die U23-Europameisterschaft. Dort ist mein Ziel natürlich wieder, 3 Medaillen zu holen. Und im Dezember fliege ich nach Kolumbien zur Weltmeisterschaft. Und das wird der erste Qualifikationswettkampf für die Olympischen Spiele in Paris. Und da ist natürlich auch mein Ziel, eine Top-Leistung zu machen.